Hallo ihr Lieben, und zwar der Postbote hat gerade bei uns geklingelt. Lina hat so ein Paket mit Snacks bekommen von Snackbaron. Danke. Nein, soll ich das nicht vorlesen? Aber das ist deine Box. Guck mal, da sind voll viele Sachen drin. Oh, willst du das mal rausholen und zeigen? Hat die Göster oder? Und zwar steht hier, danke Emil, dass du mit uns dabei bist. Ich hoffe, dass die Snacks deiner Tochter gefallen. PS, Mama, die zwei Snacks von Mogli sind geschenkt. Deine Baroness. Dankeschön nochmal für das Paket. Ja, Lina hat jetzt sehr viel zu naschen. So, zeig das mal, bitte. So, ihr Lieben, ich zeig euch jetzt mal die Sachen. Ja, hatte ich dir jetzt die Backordnung. Genau, einmal das hier, Gently Baked. Und hier ist kein Zucker drin. Das finde ich natürlich total gut. Das kann man auch, ich finde das gut, das sind so kleine Tütchen, die kann man auch perfekt mit nach draußen nehmen. Oder zur Abwechslung mal in die, Kindergarten-Brotdose reinpacken. Dann haben wir hier Gingerbread Buddies. Made with love and whole meal flour. Das ist ab 12 Monaten. Und ja. Das Gute ist, hier steht das auch alles drinnen. Das sind auf jeden Fall Kekse. Ginger mit Ingwer, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, einmal das. Hier ist wirklich sehr viel drin. Also das Paket ist komplett voll. APD. Dann haben wir hier Popcorn. Popcorn for Kids. Tomatenketchup-Popcorn. Kein Zucker. Perfekt. Also die sind auch total süß. Die Verpackungen sind auch total süß gemacht, finde ich. Einmal das. Dann haben wir hier von Kiddylicious Gemüse, knusprige Chips mit Gemüse. Ich finde die Verpackung total süß gemacht, echt. Also das spricht die Kinder natürlich total an. Dann haben wir hier Mango Nibbles. 100% Frucht. Und hier ist auch kein Zucker drin. Also das ist 100%, ich sag mal, das sind getrocknete Früchte. Also, ihr habt echt was geleistet hier mit der Box. Das ist wirklich sehr gut. Das ist auch ab einem Jahr Chickpea Pop Pop. Jo! Ach, das ist aus Kichererbsen gemacht. Total lecker bestimmt. Ich liebe ja Kichererbsen. So, was zeigst du jetzt? Ja. Das haben wir aber noch nicht gezeigt am Ende. Wie gehst du denn mit? Ohne Göster? Ja. Warte, ein bisschen mehr. Göster? Böle tut? Nein, nein, Böle tut. Das ist einmal Naked Cola. Rosinen mal anders. Guliemann, warte. Welche Göster denn? Und zwar der Jumpsona, okay? Keine Pyjama again. So. Dann haben wir hier von Mogli Kakaowaffeln. 30% weniger Zucker. Also das war jetzt geschenkt. Dann haben wir noch was von Mogli. Ein Smoothie. Apfel, Orange, Karotte. Zeig das mal. Gehst du? Die Jimme. Ach, Jimme. Nein. Ist auf jeden Fall ein Kostüm. Marina ist gerade aufgewacht. Die ist momentan sehr. Du musst erstmal. Okay, komm. Das tue ich weg, ja? Das haben wir schon gesagt. Dann haben wir hier Cheese Onion Flavor, vegan und glutenfrei. Und das ist Supermoon. Wo ist das denn, Lina? Ich finde das nicht. Wo ist das denn? Supermoon steht hier. Achso, das ist einfach Fruchtreis, glaube ich. Mit Cheese und Onion. Und das letzte, Kokosnusschips. Das habe ich noch nie gegessen, da bin ich echt gespannt. Das werde ich auch essen. Achso, hier ist noch was. Habe ich gar nicht gesehen. Was ist das denn? Get Free TV. Einfach. Nee, das ist nicht das. Zeig das mal. Okay, oh, lass mal los. Warum finden wir das denn nicht hier?
So, dann haben wir auf jeden Fall als letztes noch den Riegel. Und das war das Quetschi, genau. Ja. Gefällt dir die Box? Ja. Ja? Willst du das alles probieren? Ja. Lecker? Meinst du, schmeckt dir das? Bestimmt, ne? Du isst ja alles. Ja. Ja, das sind Kokosnusschips. Hanke Sneejen. Genau, sag mal Dankeschön. Bye-bye. Oh, sag mal Dankeschön, Snackbaron. Bye-bye. So, willst du was essen davon? Nijen, du Wunder. Jo, little no. Jo, little no, 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 no. Genau, ich muss alles mal rein. So. So. Nijen, mach ich mir. Jo, no, no, no. Bye. Bye. Bye-bye, little. So, also Leute, ich habe jetzt 3 Packungen aufgemacht. Ich will die mal ausprobieren, wie die schmecken. Also das sind Rosinen, die nach Coca-Cola riechen. Aber natürlich ist da jetzt kein Cola drin. Das riecht halt nur danach und riecht total danach. Und Lena schmeckt das total. Sie hat jetzt fast alles reingeschüttelt. Dann haben wir hier Kokosnusschips. Leute, die sind so lecker. Ich mag ja wirklich keine rohe Kokosnuss, aber die sind so lecker. Schmecken richtig so nach Kokosnussparfüm, aber so lecker, richtig lecker. Und da ist kein Zucker drin. Das heißt, damit kann man, glaube ich, nicht zunehmen. Und das ist auch total lecker. Das riecht auch sehr, sehr gut. Und zwar sind das diese Strawberries, ohne Zucker auch. Und hier habe ich dann noch Äpfel. Wir waren ja eben bei Mc's. Und da haben die uns eine Apfeltüte mitgegeben. Das darf sie jetzt auch essen. Und wie man sieht, schmeckt das hier alles lecker. Ja. Ja, Lena ist wirklich keine Person, die auf sowas steht. Da bin ich ehrlich. Aber das schmeckt ihr sehr, sehr gut. Ich bin auch keine Person, die so Studentenfutter mag. Aber Leute, das schmeckt so gut. Unfassbar gut. Mmh. Lecker? Ja. Warum musst du überlegen? Sie hat schon das nächste in der Hand. Sollen wir auch was mit nach draußen nehmen, wenn wir gleich rausgehen? Ich mache dir einen Teller, ja? Okay. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt geschminkt. Ich warte jetzt auf Order. Der müsste auch jeden Moment kommen. Mir haben voll viele einen Kommentar da gelassen. Und ich konnte nicht antworten an dem Tag. Das tut mir total leid. Eigentlich antworte ich auf sowas liebend gerne. Moment. Order. Guck mal, was Mama für dich gekauft hat. Übrigens habe ich für Lina Bibi Blocksberg gekauft für 5 Euro. Oh, da sind zwei Geschichten drin. Genau. So, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, auf jeden Fall ist das von Trended Up Intense Color Last Lip Stylo. Das ist die Nummer 010. Das sieht so aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Limited Edition ist oder... Hallo? Könntest du bitte fokussieren? Jetzt aber. Hadi, 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 hadi. So, jetzt aber. Das ist der, genau, und der schaut so aus. Genau, hier. Auf jeden Fall ist das der und der ist momentan mein Lieblingslippenstift. Der ist so schmal, kostet um die 2-3 Euro, wenn nicht 4. Aber Hammer. Und das hält auch lange. Ich wollte euch ja noch Linas Fernsehen zeigen, also Farbnamen DVD-Player zeigen. Und zwar ist das der von OK. Wir haben jetzt, glaube ich, 80 oder 85 Euro dafür bezahlt. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass sie das die ganze Zeit guckt. Aber wenn wir im Auto sind, ist Lina eine Person, die nicht ruhig sitzen bleiben kann. Sie will ihre Arme rausnehmen und schreit dann bis zum geht nicht mehr. Und wenn sie dann das in der Hand hat, das sind ja nur 15 Minuten Autofahrt höchstens, die wir immer haben. Egal, wo wir hingehen, dann kann sie ruhig gucken. Jetzt, ich bin jetzt keine Person, die da Nein sagt. Niemals. Also soll sie schauen und dann ist sie ruhig. Ja, besser als das Handy in die Hand und die guckt irgendwelche YouTube-Videos, wo sie dann irgendwie in der Scheiße landet, weil diese amerikanischen YouTube-Videos von den ganzen Kindern, das geht gar nicht. Echt, ich sehe da manchmal Sachen. Ich habe letztens ein Video gesehen, wie ein Vater, das sein Kind filmt,
während das Kind voll Blut verschmiert ist und versucht, ihr Zahn rauszuziehen. Das fand ich so krass. Sie war voll am Rumschreien und man hat wirklich überall Blut gesehen. Und das ist natürlich nicht schön für ein kleines Kind wie Nina, ne? Und dann habe ich das Handy aus der Hand genommen. Das war Mamas Handy. Mhm. Aber das kommt einfach. Wenn da 5, 6, 7 Millionen Klicks sind, was ich auch nicht normal finde, dann ist das normal, dass das nächste Video dann das ist. Ja. Übrigens gibt es jetzt, wenn ihr das Video beendet, also ab jetzt sofort, eine Verlosung auf Instagram. Und zwar von der lieben Geschenkidee 2017. Ich verlinke den Namen. Und zwar verlost sie. Moment. So ein Bilderrahmen an die Zuschauer. So sieht das aus. Das ist jetzt Linas Geburtsdatum. Dann steht da Audel, Emel und Lina. Total schön gemacht, Leute. Ich finde das so schön. Das kommt bei uns ins Wohnzimmer. Audel muss das aufhängen. Aber wir brauchen noch Nadeln. Wir müssen Nadeln kaufen. Und ja, was ihr dafür tun müsst, ihr müsst einfach ihr folgen auf Instagram, unter ihrem Bild kommentieren, genau, also drei Freunde markieren und hier unter dem Video erledigt schreiben, das war's. Natürlich müsst ihr auch Abonnent meines Kanals sein, von meinem Instagram, von meiner Instagram-Seite und so. Ich weiß, einige haben kein Instagram, aber die Dame verdient ihr Geld durch Instagram, deswegen müssen wir das über Instagram machen. Ja, das wollte ich mal so erwähnen. Nebenbei. Aber ich werde euch nochmal alle Teilnahmebedingungen unten in die Infobox schreiben. Genau. Ich habe übrigens gerade, ich habe meine H&M-Bestellung liegt, glaube ich, seit 2 Wochen hier rum. Ich habe euch ja erzählt, dass ich ein Fashion Haul machen möchte. Und eine H&M-Bestellung ist noch auf dem Weg. Und eine Zara-Bestellung habe ich gestern bestellt. Oh, dann wollte ich so einen Pulli haben. Den gab es nicht. Deswegen habe ich das erstmal bei Zara bestellt. Ja, ich habe jetzt, ehrlich gesagt, von den Sachen, die ich vor 2 Wochen bestellt, nur diese 2 Hosen bleiben jetzt hier bei mir. Die gehören meiner Mama. Dieses Oberteil. Ich weiß, ich fand das voll schön. Das ist so ein Samtoberteil, aber das werde ich euch im Fashion Haul auch zeigen. Aber ich hatte jetzt gar keine Klamotten mehr, deswegen habe ich die Sachen von letzter Woche Montag rausgeholt und dachte mir, komm, jetzt ziehst du einfach das an. Weil mir ist momentan so warm, wenn wir rausgehen, weil ich meine dicke Jacke anhabe. Ja, übrigens Linas Klamotten, die ich ihr gekauft habe, liegen auch alle hier. Und zu Lina gibt es dann auch ein Fashion Haul. Ja. Ja, jetzt warten wir entweder nur noch auf Audel. Das Gute ist, Audel hat schon geduscht, weil der spielt jetzt in der Halle, weil es so kalt ist. Dann heißt es, der kann auch dort duschen, weil hier ist das Doofe. Wenn er draußen spielt, muss er erstmal nach Hause kommen, bis er duscht, seine Haare macht, bla bla. Dauert das. Ja, wir wollten ja nach Deutz. Ich dachte, die Kirmes läuft schon, also... Ist schon eröffnet, ist aber leider nicht so. Erst ab dem 27. deswegen müssen wir jetzt warten. Voll doof. Ja, ich lade mir jetzt mal die Kamera auf. Ich habe nämlich nur 30%, damit wir auch draußen aufnehmen können. So, wir sitzen jetzt im Auto, sind auf dem Weg zum DM. Ich muss nämlich die Gutscheinkarte zurückgeben. Und Lina sitzt vorne. Wie man sieht, bin ich alleine hinten. Die zwei sind jetzt ein eingespieltes Team. Lina guckt ihre Serie. Wow. Lina? Lina? Guck mal, hallo. Hallo. Gefällt es dir da vorne? Ja. Mir hat es auch gefallen damals.
fahren jetzt hoch. Ja, Lina will nicht mitkommen. Lina? Lina? Komm. Du warst doch gerade draußen. Brutto. Okay, jetzt kannst du mich schlagen. Ha, du kannst gleich die Tür aufmachen. Lina, wir waren doch gerade draußen. Was mit dir, bitte? Ah, bitte, bitte, pardon. Ja. Okay. Bist du gleich mit deinem neuen Shampoo? Hm? Ja. Du hast ein Shampoo gekauft, ohne uns Bescheid zu sagen, ne? Gut, dass sie nicht geklaut hat. Ich schwöre. Guck mal, die geht direkt da rein. Lass uns doch erstmal zu Hause ankommen, Lina. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt zu Hause, man sieht mich kaum. Und? Wir waren bei Sausalitos essen. Mexikanisch. Lina, komm, nimm dein Shampoo. Gell, Shampoo? Na. Du musst jetzt deinen Schutz ziehen. Schatz, ich guck mal hier rein, was wir brauchen. Dann, sonst schmeißen wir das weg. Also hier ist Marschas Dingens drinnen. Hülle. Voila, Müll. Hätten wir das unten gelassen. Morgen. Das ist leer, Nietzsche. Die CD ist doch in deinem DVD-Player drin. So, Audrey hat das gekauft. Riecht das eigentlich gut? Ja. Ja. Wake-up-Call durchgehen. Und glaubst du, Schatz, die kosten nur 50 Cent oder so? Ich 79 Cent. Ja? Und bei uns Frauen kosten die billiger. Lina hat das hier eingepackt. Ich habe das unter dem Kinderwagen gesehen, aber Audrey meint, das war auch auf der Kasse drauf. Das hat sie irgendwie mitgekauft. Keine Ahnung wie, aber dann haben wir Wattestäbchen. Du hast die teuren geholt, ne? Was? Nein. Echt? Warum sind die denn so edel verpackt? 85 Cent. Die waren früher voll billig verpackt. So, das war's auch. Poste. Und hier ist Lina's Dings drin. Von der Box, aber die hat nichts gegessen. Halli, komm. Jetzt, ja, ich bereite jetzt die Sachen vor. Warum weinst du? Warum du weinst? Achso, Audrey hat noch das hier geholt. Oh, den sieht man nicht noch. Einmal das von dort. Und ich habe mir das geholt von Balea. Das ist schon leer bei mir. Das ist sehr, 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 sehr gut. Oh, das hat auch so einen Peeling-Effekt. So, Lina, ich bereite deine Klamotten vor, ja? Für Babisch. Genau. Ja. Ja, Waschlan! Wie sich das anhört. Schatz, Lan ist... Schatz, sag ich. Leute, Schatz ist bei uns wie... Lan ist bei uns wie Schatz. Also nichts falsch verstehen. Und ich benutze seit Tagen die Windeln von Baby Love. Die waren ja mit in der Windeltorte, wie ich aussehe. Und die sind sehr, sehr gut. Und ich muss die Kamera wieder heller einstellen. Hier. Ja, ne. Ja, so ist besser, oder? Ja, ein bisschen heller. Ja, Maus, ich bin hier. So, das braucht Lina. Und ich brauche auch was. Genau. Ich muss übrigens noch die Wäsche aufhängen. Wo ist denn mein Pyjama, was meine Schwiegermama geschickt hat? Einmal das. Einmal das. Und einmal das. So, ich bin auch fertig. Leute, Elina, sie ist momentan nur am Meckern. Wir waren jetzt, glaube ich, 2-3 Stunden draußen und sie wollte einfach nicht nach Hause. Wir sind jetzt bei Zara reingegangen, aber
Sie ist dreimal die Treppen hoch und runter, Leute. Ich konnte nicht mehr, aber sie konnte immer noch. Tja. Daran merkt man, Emel, du musst abnehmen. Ja, ich mache jetzt dabei. So, ihr Lieben, der Vlog geht weiter. Und zwar, ich wollte jetzt kochen. Ich habe schon Öl aufgesetzt, der ist auch schon heiß. Heute gibt es einfach nur Chicken Nuggets. Und ja, also wir waren gerade einkaufen, deswegen werde ich jetzt nicht großartig kochen. Aber der ist jetzt auf der Arbeit, der hat keinen Hunger, deswegen mache ich jetzt Julina und nicht Chicken Nuggets. Genau. Ich muss noch hier die Küche aufräumen. Ich habe gerade ein Foodhaul gedreht. Vielleicht ist der auch jetzt schon online, ich weiß es noch nicht. Mach ich mir mal mehr für den Ben. Sind die Jam mit? So. Genau, ich wollte mich nur kurz melden. Und wenn ich das hier gekocht habe und die Küche aufgeräumt habe, filme ich dann weiter. Also würde ich sagen, bis gleich. Vielleicht. You're my music, but you tear me to pieces. So where does it come from? A scene that keeps playing on repeat, ignores the rule of thumb. Oh, where does it come from? Oh, where does it come from? All your emotions with your heart on your sleeve, it won't fade until you paint it black. I let it burn, you call the fire brigade, but I feel that it will come back. Oh, where does it come from? Oh, where does it come from? Oh, where? Wie man gesehen hat, habe ich mit Lina geknetet ein bisschen. Ich habe, Leute, ungelogen, knapp 2 Stunden gebügelt. Ich bin sowas von kaputt. Aber ich habe mich heute echt wenig um Lina gekümmert. Wir waren eigentlich nur, heute Morgen haben wir ein bisschen gespielt. Dann waren wir einkaufen und dann habe ich auch schon gekocht. Das ist kein Kochen für mich, Chicken Nuggets, aber halt, wir haben dann gegessen, ich habe gebügelt, ich musste bügeln, muss man ja, ne? Ich hasse Kleidung, die ungebügelt ist. Ich hasse auch Leute, die Kleidung tragen, die ungebügelt ist. Also nicht dieses, es gibt Sachen, die muss man nicht bügeln, aber ich hasse es, wenn Leute so zerknitterte Sachen anziehen. Das sieht nicht schön aus. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt gespielt. Auf dem Tisch ist Knete, wie man sieht. Und jetzt müssen wir staubsaugen und danach wieder ein Obstteller. Ich nehme euch aber gleich mit, bevor sie jetzt wieder anfängt. Bye.